Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe heute ein Perlenkreuzstich-Stick-Junkie für den Monat August für euch. Ich habe ja die letzte Zeit nicht so viel Perlensticken gemacht oder fast gar nicht, deswegen gab es auch die letzte Zeit keine Updates. Ich habe auch diesen Monat nicht besonders viel gemacht, aber ich wollte euch das trotzdem einmal zeigen und auch was ich beim Kreuzsticken tatsächlich gemacht habe. Ja, bei den Perlen habe ich nämlich mit meiner Krippe angefangen, die ich mir bei Nadja gekauft habe. Die habe ich euch, glaube ich, nie gezeigt. Da habe ich mit einem ganz kleinen hier angefangen. Also ihr seht, auch wirklich noch nicht viel gestickt. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier gerade noch den Needleminder von Thorsten dran. Ja, so sieht das jetzt gerade aus. Ich denke mal nicht, dass es dieses Jahr was wird, dass sie fertig wird und dass ich sie stehen habe. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich noch den riesen Knall und habe so Bock auf Perlen, dass ich das hier weitermache. Mal gucken. Also das habe ich einmal angefangen. Sonst habe ich da aus dem Set noch nichts gestickt. Also das ist das erste auf Holz. Dann habe ich mal wieder an einem Perlenbild gearbeitet von der lieben Olga. Das habt ihr, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr bei mir gesehen. Und das ist quasi, ich muss gerade mal schauen, man kann es nicht ganz sehen, Mama Wolf und Baby Wolf. Das habe ich ja damals gesehen und habe mich so in das Bild verliebt. Ich habe hier kein Vorherbild von, weil es einfach schon zu lange her ist, dass ich das mal gestickt habe. Also ich hatte bis hier aber tatsächlich gestickt, also das war fertig. Es kommt auch ganz anders rüber, als es auf dem Vorschaubild ist. Also es ist viel mehr weiß im Hintergrund, viel heller alles, weil das Vorschaubild war damals viel grauer. Und ich habe quasi einmal das gestickt. Ja, soweit bin ich jetzt. Über eine halbe Seite ist jetzt dazugekommen. Nicht besonders viel. Hier könnt ihr auch mal sehen, ich habe ja hier neu eingezeichnet. Und mir ist aufgefallen, als es jetzt auf meinem Schreibtisch eine Zeit lang gelegen hat, dass die Farbe natürlich ausbleicht durch die Sonne. Oder? Weil klar, bei Sonne geht es weg. Und auch hier habe ich das ursprünglich mal alles eingezeichnet. Das sieht man hier auch so gut wie nicht mehr. Also hinten ist gar nichts mehr zu sehen. Also vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann man noch sagen, man sieht es im Hintergrund. Aber eigentlich so gut wie nicht mehr. Und hier sieht man es natürlich noch bei dem Weiß. Hier kann man ganz klar die Streifen sehen. Aber ihr seht, das geht auch einfach durch Sonneneinstrahlung schon weg. Durch die Wärme einfach. Deswegen soll man diese Frixon-Stifte ja, wenn man damit auch arbeitet, nicht so ein Schulheft oder so einfach in der Sonne liegen lassen, weil sonst ist das Geschriebene alles weg. Ja. So sieht es jetzt aus. Das sind die Perlensachen, an denen ich gearbeitet habe tatsächlich. Ansonsten habe ich nichts weiter an Perlen gestickt. Nach wie vor nicht. Ich will nicht sagen, dass ich keine Lust habe, Perlen zu sticken. Doch, habe ich. Aber ich habe gerade mehr Lust auf Kreuzsticken tatsächlich. Ja, dann zeige ich euch mal ganz unspektakulär meinen Saul, wie der aussieht. Und zwar der Magshot Woolens Saul. Der hat ja noch nicht angefangen. Also der fängt ja erst im Oktober fängt er ja an. Ich lasse das jetzt auch mal im Rahmen, weil ihr könnt ja jetzt eh nicht so furchtbar viel sehen. Ich habe hier einmal die Garne zusammen gemacht, weil ich da so viele hatte. Oder das heißt viele, zwei Stück. Ihr seht, hier habe ich noch ein paar lose Fäden, weil da einfach die nächste Seite losging und ich da nicht weitergemacht habe. Genau wie hier. Ich bin jetzt hier auf der Seite. Auch hier habe ich schon weiter runtergestickt. Ja, und das habe ich ja auch so einem Grau hier angefangen. Ich finde, das sieht richtig schön aus von den Farben. Mir gefallen die Farben auch richtig gut. Und ja, das ist auch schon fertig. Das kann man jetzt hier nicht so genau sehen. Also drei habe ich schon komplett fertig. Drei Felder und hier die zwei. Da fehlt halt jetzt nur noch das Stück hier unten. Mittlerweile mache ich mir teilweise so kleine Hilfslinien, wie ihr sehen könnt, damit ich einfach weiß, wo ich sticke. Ich werde das auch komplett einmal in Wasser einlegen, wenn ich die Umrandung fertig habe. Also Ziel ist es ja, dass ich die Rahmen komplett fertig habe. Bis, ich glaube, 23. Oktober oder so geht's los.
Ja, das ist natürlich ein sehr eintöniges Sticken, aber hin und wieder macht das auch mal Spaß, eine ganze Zeit lang daran zu sitzen. Also ich hatte das am Sonntag, als wir wiedergekommen waren. Ich hatte Samstag gekellnert und wir sind erst Sonntagmorgen um 3:30 ins Bett und relativ früh wieder aufgestanden. Und da habe ich natürlich nicht viel geschlafen und da so kompliziert irgendwelche Bilder sticken war mir zu anstrengend. Deswegen einfach nur stur ein paar Kreuze, alles möglichst in einer Farbe und dann gerade Linien, dann geht das schon, dann kann nichts passieren. Ja, das habe ich dann nämlich gemacht. So, dann habe ich gestickt am Disney Soll. Ich mache euch das auch mal auf, damit ihr mal sehen könnt, wie der jetzt aktuell aussieht. Ich habe ja die ganzen kleinen Bilder mittlerweile fertig und bin an den großen Bildern dran. Es fehlen nach wie vor noch die Rahmen, es fehlen nach wie vor oben noch das Ganze, ne, wo auch die 50 und so weiter steht. Ich habe euch auch mal hoch. Also hier oben kommt ja noch so eine große 50 rein, das ist alles noch nicht. Aber die ganzen kleinen Figuren sind fertig. Hier oben den Rahmen habe ich ja ganz am Anfang mal angefangen. Und man kann leider den Stoff auch nicht so richtig in der Kamera sehen. Der ist halt auch mit weiß und lila Anteilen. Der kommt viel heller rüber, als er eigentlich ist. Der hat einen viel höheren lila Anteil. Und hier könnt ihr mal die Figuren sehen. Also in der Reihe habe ich jetzt hier noch einen frei. Die habe ich tatsächlich gedreht. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie beim Sticken passiert. Ist aber nicht schlimm. Das sollte eigentlich da rein und das daran. Beziehungsweise doch. Ja, ich glaube sowas. Ja, also hier oben fehlt mir noch einer, hier neben R2D2 fehlt mir noch jemand. Stelle ich mal eben wieder ab. Dann, ja, neben R2D2 habe ich schon gesagt, neben BB8 fehlt hier auch noch jemand Großes und da neben Joey und neben Frozone. Ja, hier die ganzen Kleinen sind halt fertig. Und ja, hier fehlen natürlich noch mal drei große und ganz, ganz unten noch. Und wie gesagt, der ganze Rand, der alles noch gestickt wird in diesem goldfarbenen. Aber ich finde, es sieht richtig toll aus, gefällt mir richtig gut. Ihr könnt ja auch sehen, da wo das schon eine Zeit lang her ist, dass ich hier gestickt habe, also das war ja letztes Jahr, ist noch ein bisschen von dem Stift zu erkennen. Das werde ich dann alles rauswaschen. Auch hier bei Auenspütt, das habe ich aber dieses Jahr gestickt. Ja, ich finde, das sieht richtig, richtig hübsch aus. Die Motive sind richtig toll geworden. Es sind tatsächlich ein paar kleine Fehler drin. Ich sticke ja auch erst seit letztem Jahr. Aber ja, das stört mich jetzt nicht. Ich habe es dann immer versucht, so gut es geht, halt irgendwie auszuarbeiten. Ich kann euch auch schon gar nicht mehr sagen, doch, 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 jetzt weiß ich wieder, wo ich Fehler drin habe. Aber manchen weiß ich das tatsächlich nicht mehr so genau. Aber die sind richtig toll geworden. Ich finde, die sehen richtig, richtig schön aus. Die Farben gefallen mir toll, gut. Der Stil ist richtig toll. Also absolut meins. Und ja, Ziel ist es ja bis Ende des Jahres alle Figuren fertig zu haben. Mal gucken, ob ich das schaffe neben dem Mugshot Woolen Soll. Und aktuell bin ich halt hier an Bambi und Klopfer dran. Ihr seht, Bambi ist bis auf die Rückstiche fertig. Und Klopfer fehlen, glaube ich, noch ja, eine Hauptfarbe und dann nochmal so zwei, drei kleine Nebenfarben. Genau, und die ganzen Ornamente, die habe ich ja auch noch nicht überall. An manchen habe ich das. Hier zum Beispiel ist schon fertig. Hier auch. Also an manchen ist es schon, an manchen halt nicht. Ja, da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ja, und dann habe ich was Neues angefangen. Da werde ich euch auch gleich mal noch ein Bild einblenden, wie das mal aussehen soll, weil ich habe es jetzt gerade drüben. Und zwar ist das ein Set von Mill Hill. Die stellen ja auch die Perlen her, zum Beispiel, die man verwendet für die Mirabilias oder für die Bella Filipinas. Und das ist das hier. Ich blende euch jetzt mal, ich gucke mal, dass ich euch hier oben links mal das Bild einblende, wie das mal aussehen soll. Das ist so eine kleine Fledermaus. Das habe ich bei Stickteufelchen gekauft. Und ich habe tatsächlich hier auch schon meine ersten Perlen gesetzt. Das ist auf so einem Stoff. Ihr könnt das hier so ein bisschen sehen, der hat hier so ein bisschen Grau zwischendurch. 14 Count. Eigentlich ist das so, dass dieses Motiv auf so einer Art Pappkarte gestickt wird. Und dann kann man da halt hinten Magnet reinmachen, so als Magnet und das quasi ausschneiden. Aber das möchte ich nicht machen. Ich habe mir überlegt, dass ich das auf Stoff sticke. Da stand auch extra bei 14 Count und ich habe es mir extra an 14 Count jetzt einen Stoff extra rausgesucht.
Also das hier sind keine Flecken, die ihr seht, ne? Das ist im Stoff drin. Und ja, da habe ich gestern halt die eine Farbe schon gestickt und heute halt mit den Perlen. Ich bin mal gespannt, also so sieht es jetzt gerade von hinten aus. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie es sein wird, weil da sind auch Perlen zwischendurch. Also jetzt mache ich das so, dass ich, weil da steht halt, ob ich ein halbes Kreuz oder ein volles Kreuz sticken soll mit der Perle. Und ich habe es jetzt bei den, also das sind jetzt hier volle Kreuze, habe ich das so gemacht, dass ich erstmal das halbe Kreuz gestickt habe und in dem quasi zur Vollendung des Kreuzes habe ich dann die Perle eingearbeitet. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, ob ich das richtig mache. Und ich würde dann, wenn ich ein halbes Kreuz sticke, halt entsprechend, ja, da die Perle direkt mitnehmen. Aber hier irgendwo, da kommt halt eine Perle nochmal separat drüber. Da weiß ich gar nicht, mit welchem Garn. Da muss ich nochmal gucken. Das steht aber, glaube ich, auch dabei. Aber da bin ich auch gespannt bei den Mirabilias, wie das da ist. Weil ich in dem Video von Stitchy Mama, ich verlinke es dir auch mal in der Videobeschreibung, da habe ich gesehen, dass sie aktuell eine Verlosung macht. Und da war so ein Garn bei. Und sie hat extra gesagt, das ist zum Einnehmen, zum Annehmen von den Perlen. Ich muss mir das nochmal in dem Video anschauen, dass ich mir das auch irgendwie mal kaufe. Weil ich habe ja auch eine Mirabilia da. Ja, also wer da Tipps hat, bitte, bitte gerne her damit. Ich bin sehr gespannt. Es ist für mich tatsächlich ziemlich anstrengend zu sticken. Ich war dann irgendwie hoch schon hier und hatte dann hier ein paar Kreuze vergessen, weil hier diese Kreuze werden halt auch gestickt mit der gleichen Farbe, aber halt ohne Perlen. Und da muss man halt ein bisschen genauer drauf achten. Also sprich, ich habe dann immer auf zwei Symbole gleichzeitig geachtet beim Sticken. Aber bisher sieht es gut aus. Also bisher ist es auch noch fehlerfrei. Ich habe so einen kleinen Rahmen, auch den habe ich bei Stickteufelchen gekauft. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann werdet ihr wissen, welchen. Ich meine, so einen kleinen braunen Rahmen. Und den möchte ich gerne da drum machen. Das sollte auch passen von den Maßen her. Dann muss ich nur mal schauen, wie ich das hinten mache, wie man das halt ja da dran macht. Wie gesagt, ich bin ja noch blutige Anfängerin. Erst letztes Jahr angefangen mit dem Disney Soul und ja, mal ein bisschen Vordruck und so. Ja, mein Vordruckbild zeige ich euch jetzt. Wo wir gerade bei Vordruck sind, tatsächlich nicht. Da habe ich ja diesen Okami von Fantastische Tierwesen angefangen. Da habe ich nur Hintergrund gestickt. Ne? Also der Hintergrund ist alles dunkelblau und dann hatte ich mal irgendwann vor einer ganzen Weile mal zwei, drei Farben reingestickt, aber da erkennt man halt wirklich noch gar nichts. Das zeige ich euch bei Gelegenheit mal. Ich sehe gerade, das Licht flackert hier irgendwo auch. Ja, wir werden mal sehen, wie weit wir hier vorankommen. Also das möchte ich hier gerne in meinem Urlaub noch komplett abschließen. Bisher macht es mir sehr viel Spaß. Das sieht mit den Perlen auch toll aus. Also auch als wir bei Stickteufelchen waren, hat sie ja da oben auch ein paar Bilder tatsächlich oder zwischendurch immer ein paar Kreuzstichbilder halt auch hängen. Und unter anderem auch mit Perlen. Und meine Mutter war so fasziniert von diesem einen Foto, wo diese Perlen halt drauf waren. Vielleicht kann ich euch das auch an der Stelle nochmal kurz einblenden. Und das war einfach so, so schön und ja, sieht toll aus. Es ist nochmal das gewisse Extra irgendwie beim Kreuzsticken. Also Perlen sind ja immer das, was mich so fasziniert und weswegen ich eigentlich Perlenbilder auch schöner finde als Kreuzsticken. Aber in Kombination ist es einfach wunderschön. Also ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ba 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 ba